Ey Leute, ich war neulich kurz, True Story, ich war kurz davor, mich komplett zu rasieren, also im Gesicht. Ich hätte überlegt, ob ich komplett, habe ich schon mal gesagt, ne? Ob ich einmal die Haut atmen lasse. Einfach komplett glatt rasieren mit der Klinge. Mit dem Skalpell. Komplett rasieren. Und dann einmal die Ha dann einmal hier so, wo seit Jahrzehnten Haare sind, einfach einmal die glatte Haut eincremen und dann wieder wachsen lassen. Und gucken, was passiert. Das Problem ist, mach es on stream. Das Problem ist, es sieht so scheiße aus. Es sieht wirklich so scheiße aus. Ihr unterschätzt, wie scheiße es aussieht. Und ich glaube, ich würde das nicht verkraften. Der Bart ist ist das Make-up des Mannes. Plötzlich wulst alles hier so raus. Ohne den Bart, ohne die Konturen, die der Bart einem gibt, auch den Schatten und alles, wulst dieses kreisrunde Mondgesicht, das sich hauptsächlich sein ganzes Leben ungesund ernährt und wenig bewegt hat, wulst dann so richtig schwulzige. Das wird hier alles, ihr müsst euch das so vorstellen, das ist wie so ein Korb. Mein Bart ist wie so ein Maschendrahtzaun, der alles hier zusammenhält. Wenn ich den abrasiere, dann ist das wie wenn man so, ich weiß auch nicht, wie sowas durchschneidest und dann pff, dann knallt das alles hier so raus. Und ich weiß nicht, wann ist der richtige Zeitpunkt, das mal zu machen? Mann, aber ich bin selber neu. Ich glaube, ich werde das mal machen. Jetzt? Okay, wenn wir die 3000 Subs. Nein. Vorm Urlaub. Das ist zum Beispiel eine gute Idee. Vorm Urlaub. Dann siehst du zwar im Urlaub scheiße aus, aber sieht ja keiner. Erstmal nur 3 mm, nee, wenn dann richtig. Der Giga-Eddy hätte es noch getan. Ja, der Giga-Eddy hat aber noch keinen Bartwuchs. Das war mehr oder weniger alternativlos. Ich werde es gerne mal zeigen, wie ich mit meinen Giga-Games Jahren aussah. Hier sieht man so ein Foto. Seht ihr diese jungfräulichen Backen? Das ist halt nicht mal rasiert. Das ist halt einfach nicht gewachsen. Da ist halt nichts. Da sind auch keine Stoppel oder so. Da ist einfach Babyhaut. Wo bin ich jetzt hier gelandet? Wieso lande ich immer wieder hier? Ich bin hier in einem Loop, aus dem ich nicht mehr rauskomme. Alex mit am Arsch. Qualität der Kameras waren so schlecht damals. Hier, da ist nichts. Oder sogar von mir gepostet. Hier. So ein ganz leichter Flaum hier unten. Wann hast du Bartwuchs gelernt und wie? Ich bin dann nochmal in Köln an die Rheinische Fachhochschule und habe da halt das Grundstudium Bartwuchs nochmal gemacht. Das hat dann nochmal so knapp 4, 5 Jahre, habe ich mich dann sehr intensiv damit beschäftigt.
Ja, Leute, was geht ab? Das sieht irgendwie so komisch aus. Ey, wir hatten damals so viel Gel immer. Wir hatten so richtig große Bottiche mit Gel. Grünes Gel war das. Grünes Gel. Da haben wir einfach wirklich so eine Handvoll rein. Guck mal, seht ihr noch dieses fast schon euphorische Gesicht? Wo ist das? Das ist weg. Na, wieso geht das denn nicht? Ach ja, kein roter Fleck. Ja, das ist noch vor dem roten Fleck gewesen. Man könnte tatsächlich anhand meiner On-Air-Auftritte wahrscheinlich rekonstruieren, wann der Unfall mit dem roten Fleck war. Das machen wir jetzt. Das interessiert mich. Dazu gehen wir erstmal, gucken wir bei Game One. Game One. Welche Folge? Nehmen wir mal so 150 oder sowas. Und gucken, ob da der Fleck schon da ist. Dann arbeiten wir uns zurück. Hier, tatsächlich Game One. Folge 150. Da bin ich doch schon. Ist das überhaupt Game 1? Das ist ja Game 2. Okay. Das ist ja falsch. Das ist Game 2. Ich brauche Game 1. Folge 146. 2011. Was haben wir hier? Moin Moin und hallo. Herzlich willkommen zu Game 1, der einzigen Sendung, die in diesem hübschen Studio produziert wird. Die Themen. Okay, komme ich da überhaupt drin vor, oder? Toll, alles bauen kann sie. Heinrich, Dr. Faust, Gretchen, Purgisnacht? Essen. Aber die Achtung, Fehler. Doch, Trant war's. Trant war's. Ich hasse euch so. Okay, da war ich jetzt gerade mal ausnahmsweise nicht zu sehen. Aber warum bin ich denn dann hier auf dem Bild? 169. Der Mensch kann sich auch die Idee zu einem Spiel mit Sammelkreaturen. Uns fällt es schwer zu sagen, warum genau Pokémon solche Erfolge feiern. Während die Smackdown-Serie faul eine spannende bei den Charaktere wirkt. Aufmerksamkeit. War in Dragon Ball. Er ist schwarz. Und weiter. Er hat eine Glatze. Sieht er aus wie eine Schritt für uns nicht. Tät weg. Je nachdem zu welchem. Oh, kennst du Game One? Geht deswegen auf GameOne.de. Schaut euch die 1-2 Stunden Bonusmaterial an und schreibt uns dann eine Mail, ob ihr es toll oder weniger toll findet. Und schaut generell, dass ihr rein habt. Game One 170 machen wir mal. Also gerade bei für Deutschland gibt's noch nicht. Aller sozusagen gewaltig. Ein Fest für Fans. Mann, wie spät haben die uns denn in die Sendung gelassen? Ey, das gibt's doch gar nicht. 180. Und warum bin ich auf jedem Bild drauf, wenn ich ja überhaupt nicht dabei war?
Da war ich doch dabei, das weiß ich doch. Da. Das war die, das ist interessant, das war der Reboot von Game One, wo wir ein paar Folgen zu viert gemacht haben. Wissen viele nicht, es gab mal Folgen, da gab es keine Doppelmoderation, sondern Vierermoderation. Und hier, das ist jetzt natürlich die Frage, da sieht man mich. Aber hatte ich da schon den... Zurücklehnen und entspannen. Ich finde, wir sollten erstmal ausholen und ein bisschen was zu ICO erzählen. Das Spiel ist nämlich eigentlich schon knapp 10 Jahre alt. Und aha! Da ist nichts, oder? Die Frage ist, ist es überschminkt? Es könnte Make-up gewesen sein. Da ist natürlich die Frage berechtigt, warum widmen wir so einem Spiel jetzt hier plötzlich so viel Zeit? Eigentlich ist ICO noch... Das bringt mich noch nicht wirklich näher. Aber es ist schon sehr deutlich kein roter Punkt hier zu sehen. Hier. Ich habe das als Kind ganz anders wahrgenommen und jetzt habe ich mir die Erinnerung ruiniert, weil ich jetzt die Realität nochmal gesehen habe. Das ist bei ICO überhaupt nicht so. Es hat bei mir das gleiche bewirkt, wie als ich es vor 10 Jahren zum ersten Mal gespielt habe. Bevor wir gleich zu Shadow of the Colossus kommen, ziehen wir uns ein paar... Okay, also wir müssen es weiter eingrenzen. Wir geben mal ein, Folge 220. Wir arbeiten uns langsam in einer ganz heißen Sache auf der Spur. Aha. Und andere Sachen. Und jetzt, so scheint's, nur noch ballern und morden. Oh Gott, die Schmatte. Was für eine Frisur. Aber hier, ich bin mir nicht sicher, ob der überschminkt ist oder nicht. Da ist er schon, glaube ich, oder? Was ist aus dir geworden? Ich habe das Gefühl, da ist er schon. Aber es ist schwer zu sagen, weil wir haben ja da auch immer ein bisschen Make-up. Hallo zu Game One. Wir heißen euch alle herzlich willkommen. Also Popcorn holen und gechillt zurücklehnen, denn jetzt kommen sie. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich meine, da was zu erkennen. Ich glaube, da ist der rote Punkt schon. War es im ersten Almost Daily schon? Das ist eine sehr gute Frage. Oh, das mag ich. Almost Daily 1. Warum trägt der Idiot eine Kappe? Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, gute Nacht. Zur allerersten Ausgabe von Almost Daily. Dem neuen, was ist es eigentlich? Ein Videopodcast-Talkshow-Format. Wusste ich auch nicht, dass Fabian dabei war in der allerersten Folge. Wir bieten den auch als MP3 an, oder? Einfach nur. Machen wir? Jetzt nur hast du schon ein Versprechen gemacht, was uns... Nein. Wenn wir die Möglichkeit finden, mit MP3 Geld zu verdienen, dann ja. Ach so, okay. Ja gut, es hilft uns nicht weiter, aber die Idee, sich an Almost Dailies vorzuwagen, ist nicht so schlecht. Es wird ja wohl mal eine Folge dabei sein, wo ich keine Kappe trage. Wobei, da ist eine mit Kappe, da bin ich gar nicht. Aus Daily 3. Da! Da ist der Punkt schon. Seht ihr es? Da ist er schon. Hier. Da sieht man es ganz deutlich. Okay, und damit herzlich willkommen zu... Shit, ey. Und wann war das? 11 Jahre. Kommt das hin? 11 Jahre? Ja, muss ja.
Es muss also irgendwann zwischen Game One, ich bin immer noch nicht sicher, ob es nicht überschminkt ist. Game One, gucken wir mal Folge 200. Nee, hey, shit, das ist Game 2. Game 1. Seid ihr zu uns? Ja, war noch Gedöns. Ja. Oh, aber ich glaube, wir müssen erst. Aha! Clean as fuck. Und das sieht auch nicht geschminkt aus. Drüber quatschen, wie wir diese Sendung generell machen wollen. Oder? Mal abgesehen von der unfassbar furchtbaren Frisur. Ich nicht weiß, was mich geritten hat, aber das Intro könnten wir zum Beispiel komplett aus Pappe bauen. Also das neue Intro. Ja. Wer da alles sitzt, ne? Chris Pogo, Hauke, Jay, meine Wenigkeit, Ian. Ist das Simon? Trant, Budi, Gregor, Nils, Tim, also ein anderer Tim. Das ist mega geil. Ey, stell dich mal vor, man hört nur die Musik. Ja. Und wir haben einfach Gregor ist der Gleiche. Ja, ich bin der Gleiche. Game One! Game One! Okay. Glatzenmann. Ja, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, ob wir vielleicht eine Musical-Folge machen wollen. Ja, genau. Aber 10 Jahre später. Das ist noch aktuell, nee, ne? Ey, ich glaube, das ist die Folge, wo Eduard Laser geboren wurde. Kann das sein? Wir machen Musical. Ich finde, die Sendung sollte so anfangen. Kennt ihr den Music Was My First Love? Wir machen das mit Simon. Halo was my first love, and it will be my last. Halo was the future, and Halo of the Später noch mal reingehen in dem Song und dann. Aber dann kommt direkt am Anfang raus, dass Nils ein Verräter ist und Eddie zerstört ihn mit 2 Handkantenschlägen. Ja. Wimmert nur, hier unten findet euch jemand Laser nie. Nils auf! Will du ein Laser? Aber das ist unmöglich! Unmöglich ist mein zweiter Name! Unmöglich, Laser? Aber das ist unmöglich! Genug! Ich befreie euch, denn Freiheit ist mir wichtig. Sehen wir dann, so, Gregor. Das war die Geburt von Eduard Laser. Wer hätte gedacht, dass er so lange überlebt? So dumm, ey. Oh, hier, Last Story. Nein. The Last Story. Wie man sich denken kann, ein japanisches Rollenspiel. Mhm. Wieso guckst du mich dabei an? Yeah! Ein Radio! Bei Chip, die Zelle, die Japanung gedöhnt!
Nein, Last Story, japanisches Rollenspiel für Nintendo Wii, von dem Erfinder von Final Fantasy. Ja, der hat sich vor einiger Zeit von der Firma abgespalten, zu Nintendo gegangen. Ich mache euch ein Rollenspiel. Sakaguchi. Hallo, mein Name ist Sakaguchi und ich bin der Chefentwickler von The Last Story. Hironobu Sakaguchi. Hironobu Sakaguchi, muss man einfach mal sagen, ist eine fucking Legende. Das ist der Mann hinter, der Final Fantasy groß gemacht hat. Auch wenn er jetzt nicht mehr bei Final Fantasy ist, aber das ist der Mann, der meine Liebe zu JRPGs geweckt hat. Und ich bin der Chefentwickler von The Last Story. Hironobu Sakaguchi hat zuletzt vor allem damit von sich reden gemacht, dass er mit Lost Odyssey und Blue Dragon japanische Rollenspiele auf die Xbox gebracht hat. Jetzt ist also die Wii dran und bekommt mit Last Story ein, zumindest auf den ersten Blick, sehr traditionelles Rollenspiel. Insbesondere die Storyline klingt sehr vertraut. In Last Story, die Grundidee der Geschichte ist es, eine riesige Hexe will die Prinzessin führen. Ja. Oh, Wahnsinn. Na? Das habe ich noch nie gehört. Nach einem emotionalen Schmachtfetzen wie Lost Odyssey wirkt die Geschichte von Last Story schon fast banal. Das uneheliche Kind von Bowser und Ganondorf als Bösewicht zu verwenden, reißt uns jedenfalls nicht vom Hocker. Doch zum Glück steckt da noch mehr hinter. Eigentlich geht es. Aber interessant, okay, dass das jetzt nochmal eine normale Folge wurde. Ich guck gar nicht hin. Ich hab echt die Schnauze voll. Ich meine, das ist echt wie immer, ohne Scheiß. Ich meine, die raffen es einfach nicht. Und das ist leid. Das hier wurde komplett rückwärts aufgenommen. Man kann ja rückwärts laufen und dabei kämpfen. Und dann gehen die so, im Rückwärtslaufen machen die so Backflips über Hindernisse. Und so völlig übertrieben. Artisten. Mit Schwert noch abstürzen. Ja, ja, Zuckerbau. Mach ich immer. Ich guck gar nicht hin. Ich hab echt die Schnauze voll. Ich meine, das ist echt wie immer, ohne Scheiß. Ich meine, die raffen es einfach nicht. Und das ist einfach nur gut gemeint. Das ist egal. Ja, und wie dann? Ich meine, sie können doch nicht so blöd sein und einfach mit dir... Oh, war eh nicht so geil. Mhm. Ja, ich bin da eh raus, ne? Oh, aber egal, ey. Lass mal arbeiten, ne? Ich hab was gesehen. Was ist denn zum Beispiel mit den Charakteren? Sind das jetzt wieder so ultra überzeichnete Japano-Charaktere oder sind das wenigstens mal coole Charaktere? Nee, absolut nicht. Also die haben absolut nicht was. Absolut nicht überzeichnet. Trotz exzessivem Hagel-Einsatz sehen die Figuren relativ normal aus. Zumindest im Vergleich mit dem, was wir sonst von japanischen Rollenspielen... ...permanent an sich vorbei, wenn die miteinander reden. Ja. Entschuldigen Sie bitte. Wer spricht denn da? Ich bin es, hier drüben. Ach, da sind Sie. Guten Tag. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Sie haben da was im Gesicht. Oh, wo denn genau? Zwischen der Stirn und dem Kinn. Ist es jetzt weg? Nein. Und jetzt? Nein. Und jetzt? Nein. Und jetzt? Nein. Super, danke schön. Nein. The Last Story ist nicht... Ist es jetzt weg? Nein. Und jetzt? Nein. Und jetzt? Nein. Das bricht. Ich mag's. Okay, aber wir sind ja eigentlich hier, weil wir dem Geheimnis des roten Fleckens auf den Grund gehen wollen. Aber das ist das Schöne an Game One. Man bleibt direkt hängen und freut sich, wieder anzugucken. Godzilla. Man sieht einen Zombie, erstmal nur seinen Kopf, so den Oberkörper und irgendeine Situation auf ihn wird geschossen und dann schneiden wir richtig, richtig schlecht. So dass man mindestens 10 Frames oder so noch sieht, dass es jetzt eine Melone ist im Kopf. Und dann fliegt die Melone richtig hart in die Luft. Eine Patron. Zwei Patron. Das ist ein japanisches Spiel und ein Third-Person-Shooter und die können das ja nicht so gut. Und Yakuza stellt es wieder eindrucksvoll unter Beweis. Hallo, Vanquish. Okay. Wie auch immer, die Steuerung ist auf jeden Fall sehr gewöhnungsbedürftig. Wie in fast allen anderen Spielen steuert ihr die Kamera mit dem rechten Analogstick, außer im Over-Shoulder-Modus. Hier macht der rechte Stick plötzlich gar nichts mehr. Stattdessen ändert jetzt der linke Stick die Blickrichtung. Wer zur Hölle hat sich das ausgedacht? Wer hat das abgesegnet? Ich will auf jeden Fall die Faust aus dem Nichts haben, weil die ist da sowas ja. Angebracht. Angebracht, ja. Es ja. Muss einfach, weißt du, wenn man sich gerade abfuckt, dass das so saublöd ist, nicht einfach nur schnipsen und irgendwo in Japan kriegt einer die Fresse voll. Oh.
Ach, die gute Faust aus dem Nichts. Persönlich stimmen diverse Spielelemente, die das ansonsten recht eintönige Geballer ordentlich aufpeppen. Drücken euch die Zombies zu sehr auf die Pelle, weicht ihr ihren Schmierfingern mit akrobatischen Bewegungen aus oder ihr haut sie mit Nahkampfattacken und Gegenständen zurück. Spezialmutanten mit besonderen Fähigkeiten zwingen euch zu neuen Taktiken und die regelmäßig eingestreuten Bosskämpfe sind teilweise richtig cool inszeniert. Passt schon. Was mit den ganzen Minigames? Konntest du vorher immer hier Ping-Pong spielen und Spielautomaten, Pachinko, einarmiger Pachinko, ja. alles ist ja Käse. Was ich glaube, ist alles drin, Punkt. Fast so, als wäre es den Bürgern scheißegal, dass 5 Meter nebenan die Welt untergeht, läuft das Leben in den intakten Bereichen der Stadt ganz normal weiter. Hier könnt ihr Lebensmittel und Waffen einkaufen oder ihr vertreibt euch die Zeit mit Hostessen im Nachtclub, verprasst eure Kohle in Casinos oder spielt Dart in verrauchten Bars. Alles wie gehabt. Oh, eine Sache hätten wir fast noch vergessen. Die überforderte Kamera. Ach, das weiß ich noch. Ja, die dumme Kamera. Dass der Charakter gerade so reinpasst und bei einem Third-Person-Spiel siehst du dann gar nichts, wenn du dich mehr so bewegst. Und ich habe mir die ganze Zeit vorgestellt, Lakitu. Kennt ihr ja aus Mario, Böllchen, ne? Ja. Ah, der bedient ja immer die Kamera bei Super Mario. Ey, wenn der hinten an einem dranhängen würde und würde dann halt immer gegen die Wände gebombt werden. Und der blutet dann halt auch so. Und er sagt so ganz wehleidig, aua, aua, tut mir weh. Und er versucht dann halt immer noch ein gutes Bild einzufangen. Aber er schafft's einfach nicht. Yakuza Dead Souls nervt stellenweise mit technischen Macken, die wir für längst ausgerottet hielten, aber gleichzeitig ist es mit einer schrulligen und albernen Art auch sehr sympathisch. Es ist fast so, als ob das Spiel um seine Schwächen weiß, sich aber dennoch selbstbewusst dem Spieler anbietet mit der Aufforderung, ich bin trotzdem gut, zock mich oder lass es. Es ist krass, wenn man so Spiele von damals sieht, das ist ja 10 Jahre oder so her. Wie scheiße die aussehen. Also, so unscharf. Wer ist dafür, dass ihr einfach das hier aufnehmen und das als Sendung nehmt? Okay, so machen wir es. Nice. Kuchen! Lass uns einfach Prost, oder? Vielen, vielen Dank, Leute. Der Morning Action. Vielen Dank. Prost. Prost. Mach doch einmal den kleinen Finger runter. Ja, stimmt, Game One war nicht Full HD, aber die Spiele waren vor allen Dingen auch nicht Full HD. Das sieht man halt an den so ein bisschen matschigen Texturen, ne? Okay, also das ist jetzt 8 Jahre her. Ne, Moment, das muss länger her sein. Ist es erst 8 Jahre her, Leute? Weil das ist ja Game One Archiv. Wann war die Folge 200? Ach ne, hier steht es ja vom 7.3.2012, also 12 Jahre, vor 12 Jahren. So, jetzt arbeiten wir uns vor. Wir machen mal Folge 210. Okay. Moin und Mahlzeit. Kein Fleck, Leute. Immer mehr, mehr. Die Themen. High five. Au. Alter Schwede. Völliger Wahnsinn. Wenn wir die nicht nehmen, dann weiß ich aber auch nicht. Heute erleben wir in Rocksmith Dead. The Walking Dead, das ist eine TV-Serie, die sich zurzeit sehr großer Beliebtheit erfreut. Ja, eigentlich ist ja, weiß ja selbst, stammt von der Comic-Reihe ab, gell? The Walking Dead, das ist eine Comic-Reihe, die sich zurzeit sehr großer Beliebtheit erfreut. Ah, nee, das ist auch Quatsch, das kennt keine Sau, ja? Deswegen mach doch die Serie. Nimm das Spiel. The Walking Dead, das Spiel zur Serie zum Comic? Ah, für dich ist okay. Für dich war es okay. Viel Spaß. Hat sich nichts geändert. Erst letzte Game 2 Folge durfte ich Simon wieder schlagen. Vor 2 Jahren schnappte sich Telltale Games auf einen Schlag ein paar große Popkulturlizenzen. Was haben wir hier? Benutze Schrotflinte. Doch wir sind positiv. Das könnte mein Tinder-Profilbild werden. Wie, da ist er doch, der rote Fleck. Da habe ich rote Augen. Keine rote Fleck. Doch wir sind positiv überrascht worden. The Walking Dead ist eine coole Mischung aus morbider Märchenstunde und Nervenkrieg. Ihr erlebt die unabhängig von Comic und TV-Serie ablaufende Geschichte des Neuen. Namens Rocksmith. Bleiben Sie dran und erfahren Sie alles in unserem erschreckenden Tatsachenbericht.
echte Gitarren statt Plastikgeklampfe. Ja, mit Rocksmith will Ubisoft das totgeglaubte billigster Plastikscheiß. Da soll der Jay halt irgendwas Cooles draus machen. Irgendwelche coolen Posts. Also ich glaube, hier ist noch nichts. Ich erkenne hier nichts. Aber es ist schwer bei Game One. Welche Formate gab es denn zu der Zeit noch? Game1.de, Readme könnte man gucken. Wann war das? 15.05.2012. Das Problem ist, bei Game One waren wir halt immer geschminkt. Und deshalb bin ich mir nicht sicher. Deshalb bin ich mir nicht sicher. Na okay, das wird natürlich auch. Bitte bleiben Sie dran. Es folgt eine Aktion. Die körperlichen Fähigkeiten bleiben erhalten. Doch es scheint, als wären sie nicht mehr zum logischen Denken. Bodies of the recently deceased are returning to life. People are dying in the streets by the thousands. State Department of Public Health. Ach, dafür bin ich sogar geschnitten. Beiden nebeneinander, Bruder. Der ist dünn, hat ein gutes Gesicht. Der hat ein minimales Gesicht. Aus gegebenem Anlass unterbrechen wir die Nachrichtensendung Party Bruder und bitten Sie, für weitere Informationen in der Nähe Ihres TV-Gerätes oder Smartphones zu bleiben. Heute fallen die lieben Zombies über uns her. Und zwar in einer PC-Mod namens DayZ. Sowie im knallbunten Lollipop Chainsaw. DayZ? Nun folgt ein Spiel mit Kettensägen und Köpfchen. Das eine ist die Standardwaffe im Spiel, das andere hängt am Rockzipfel eines Cheerleaders. Klingt nach einem Spiel von Suda 51, sagt ihr? Und da habt ihr absolut recht. Fehlt eigentlich nur noch eins. Wieder einmal! Irre, der Teufel muss ja ein echter Fuchs sein. Wie kriegt er das Ding nur immer wieder auf? Verdammt, die Tür schon wieder zu. Kriegen sie aber auf, ne? Das kriegen wir hin. Das ist ja nicht das erste Mal, ne? Das stimmt wohl. Super. Okay, dann machen wir das einfach mal. Ja, das ist eigentlich gar nicht. Da haben wir nicht aufgeräumt. Lass mal einfach mal so zu. Was macht das denn, Herr Brümmelmann? Ja, das sind einmal aufmachen hier. Das sind 1000 Euro, ne? Lollipop Chainsaw will trashig sein und das ist auch voll in Ordnung. Aber Trash muss schwer zu sagen, ob da ein roter Punkt war. Flach sein. Durch die häufigen Quicktime-Events und die linearen Levels sägt sich Juliet am eigenen Stuhl. Und der Pipi-Kaka-Humor stellt die liebevollen Details in den Schatten. Wer sich ganz stumpf durch ein buntes Zombie-Wunderland schnetzeln möchte, kann mal reinschauen. Erwartet aber keine Erfahrung, die... Oh, das Gamescom-Folge. Das könnte ungeschminkt sein. Moderiert, ihr Penner! Frisch und ausgeruht kehren wir aus unserer Sommerpause zurück und stürzen uns für euch direkt ins Gamescom-Getümmel. Was es dort zu sehen gab, zeigen wir euch jetzt. Ich grüße noch die Leute von Game One. Geh weg. Unschwer zu erkennen, wo unsere Tour beginnt. Hier ist Sony. Ja, so. Da. Oha. Leute. Wir befinden uns im August 2012. Jetzt habe ich fast ein Datum. Da ist das rote Miststück. Was ist in der Sommerpause passiert? Das ist die große Frage, Anonymo. Das ist die Frage. Was ist passiert? Was war zuerst da? Der Punkt auf der Stirn oder Ede?
Ja. PlayStation Move spielt für Sony nach wie vor eine große Rolle und soll im neu angekündigten Teenie-Horrorspiel Until Dawn als Taschenlampe Licht ins Dunkel bringen. Kaum weniger düster und doch ganz anders wird der Download-Titel Rain. Da gibt's zwar keinen Move-Support, aber einen ziemlich ungewöhnlichen Hauptdarsteller, der nur schon lustig, so Messeberichte von damals in Berührung kommt. Come on with the rain. Für all die nach frischen Games lechzenden Vita-Besitzer hat Sony auch Nachschub in Arbeit. Die Little Big Planet-Macher von Media Molecule basteln gerade an Tearaway. Grundsätzlich ist es ein Adventure. Ihr unterstützt einen kleinen Papiercharakter mit euren gottgleichen Kräften. In einer knackigen Präsentation bekamen wir bei Capcom die künftigen Knaller Devil May Cry, Lost Planet 3 und natürlich Resident Evil 6 vorgespielt. Wir haben halt Leon kurz gesehen in einer Fassung und der ist in irgendeiner gewesen. Ja. Ob das jetzt wieder, weil die letzten Teile gingen ja immer mehr so in Action-Richtung. Da muss ich rein. Sammeln können. Der Rest war aber geil. Wuchtige Kombos, agile Schwingmoves und der sehr widerliche Maden-Schwabbelhirn-Dämon traten der Langeweile in den Hintern. XCOM oder UFO ist im Prinzip ein... mit dem Inventar interagieren, so Müll, sondern das ist wirklich mal was anderes und es macht Spaß. Das Kontrastprogramm zum Knuddelhüpfer kam dann mit der knallharten, untoten Action von Zombie U. Gerade weil unsere Erwartungen hier sehr hoch waren, hat das Spaß gemacht. Keine Ahnung, wie Langzeitmotivation ist, aber ich glaube, schon ziemlich cool. Bei EA schauten wir auch noch vorbei und suchten zielstrebig den Raum auf, wo Dead Space 3 präsentiert wurde. Toll, der neue Horrorschocker war spielbar. Blöd, die... Ja, ich glaube, Simon liegt sagst, da immer sagst noch. Sagst es mir, wenn du den Zuschauern was sagst. Sagst der Kamera, es ist dein erstes Mal, oder was? Okay. Also, wir wissen jetzt, es muss irgendwo... Ich bin mir halt noch nicht sicher, ob es nicht viel früher noch war. Und man es nur nicht sieht, weil es überschminkt ist. Offensichtlich vielleicht relativ normale Menschen... Erinnert mich auch so ein bisschen an Carrie und Feuerkind, so diese Stephen King, diese frühen Stephen King-Geschichten. Ich bin dabei. 2.13. Eigentlich ist es auch egal. Aber jetzt bin ich schon mal auf der Schatzsuche. Moin moin und hallo, herzlich willkommen zu Game One. Man kann uns ja vieles vorwerfen. Schlechte Kostüme. Aus, aber es... Passt schon für Sch. Da ist er auf jeden Fall auch schon. Guck mal hier. Ich glaube, da ist er noch frisch. Da sieht man schon. Okay, 211. Hat man schon? Wer nach dem ermutigenden Ende... Aha. Hier könnte was sein. Das ist Hannes. Vlad hatte recht. Es gibt keine Wahl. Nichts außer einer geraden Linie. Im Rückblick sieht man die Abzweigung wie bei einem Blitz oder einem Bonsai-Baum. Hätte ich nicht doch besser Karamell nehmen sollen? Karamell wäre vielleicht eher ein Abenteuer gewesen als nur Schoko. Ich würde es nie erfahren. Weil Max im Gegensatz zu vielen anderen Videospielfiguren seit seinem letzten Auftritt 2003 korrekt gealtert ist, hat er die gleichen Probleme wie andere nicht mehr ganz taufrische Actionhelden. Ich bin zu alt für so eine Scheiße. Ständig sozusagen ein MMO nur offline. Ja, das ist wieder schwer zu sagen, weil hier wieder Schminke also, im Spiel ist, aber es sieht schon sehr clean aus. Peinliche Mütze mal abgesehen. Oh hier, guck mal, Dragon's Dogma. Da draußen. Auch wenn es sich anböte, Dragon's Dogma ist ein reines Solospiel ohne Koop-Modus.
Der Clou am Kollegentausch, die Vasallen unterscheiden sich zum einen durch ihre Kampffertigkeiten, aber auch durch ihr Wissen über Quests. Manchmal bekommt ihr Ziele erst dann auf eurer Karte angezeigt, wenn ihr einen Vasallen bei euch habt, der diese Quest schon mal erlebt hat. Ja, einfach original genauso aus wie Dragon's Dogma 2. Halt! Ey, jetzt mal ohne Scheiß. Wir laufen seit Stunden hier durch die Pampa und wir haben keinen blassen Schimmer, wo der Stein ist. Weißt du, wo der Stein ist? Dieses Quest ist mir nicht bekannt, Meister. Kann mir irgendeiner von euch sagen, warum ich den ausgewählt habe? Irgendeiner? Das gibt ein ganz beschissenes Abschlusszeugnis, das sage ich dir aber. Und scheiße aussehen tust du auch. Wir gehen da lang. An der etwas umständlichen Suche nach Questzielen merkt man, dass Dragon's Dogma rauer und unkomfortabler ist als viele andere Genrevertreter. Es gibt beispielsweise keine Schnellreisefunktion, die euch per Klick auf die Karte an einen anderen Ort beamt. Zum Glück ist das geblieben. Ihr seid gezwungen, das Land zu Fuß zu bereisen und euch unterwegs allen Gefahren zu stellen. Ebenso könnt ihr auch nicht einfach mitten in der Botanik rasten, um euch zu erholen. Oder um zu warten, bis die Sonne wieder aufgeht. Oh nein, wenn's dunkel wird, dann macht die Laterne an. Habt ihr kein Öl für die Laterne, dann stellt welches her. Braucht ihr Arznei für eure Wunden, dann sucht in der Wildnis nach Kräutern. Anfangs fühlt man sich fürstlich entlohnt, Sir. Aber passen Sie auf sich auf. Ja, ja, komm, Spanien, so einen Billo-Job kann ich gerade noch einschieben. Bis gleich. Da muss es passiert sein. War geil. Sehr gut gelungen sind auch die Kämpfe. Wenn eure Klinge auf den Feind trifft, spürt ihr richtig die Wucht dahinter. Mal ein bisschen nach vorne. Ja, wunderbar. So, du wartest mal kurz. Wir gehen mal eben wohin. Okay, ne? Okay, Meister. Ich warte und wenn ihr zurückkommt, dann erleben wir wieder tolle Abenteuer. Genau. Dann erheben wir Schätze und wir erlegen viele Monster. Ist es nicht so, Meister? So machen wir es. Wir melden uns bei dir. Tschüss. Bis gleich. Unsere Befürchtung, dass Capcom dem Trend nachhechelt und eine halbherzige Kopie westlicher Rollenspielvorbilder abliefert, hat sich nicht bewahrheitet. Stattdessen ist Dragon's Dogma ein überraschend eigenständiges Abenteuer mit einem ausgeprägten Survival-Aspekt. Wer es gern bequem hat und Erfolge im Minutentakt braucht, wird hier wohl nicht glücklich. Doch wer viele Rollenspiele der letzten Zeit als zu lasch empfand und von belanglosen Kämpfen und Quests die Nase voll hat, dem sei Dragon's Dogma wärmstens interessant empfohlen. Wenig sich Dragon's Dogma verändert hat. Folge 201 mache ich jetzt mal. Da, guck mal. Moin. Moin. Und? Hallo. Da ist doch noch alles gut. Muss auch immer das letzte Wort haben, oder? Heute gibt's bei uns das große Finale. Ja, nee, kein Bock. Okay. So treffen wir uns endlich. Ja, wurde auch Zeit. Du hättest lieber Conditioner benutzen sollen. Das sagt mir der mit Spliss. Mass Effect 3. Ja, ist so unscharf, kann man nichts erkennen. Also, ich würde sagen, von wann ist diese Folge? Steht hier nicht. Doch, 2.9.2012. Zumindest wurde es da hochgeladen. Aber ist die Folge auch von 2012? Das kann eigentlich nicht sein, oder? Naja. Also, sehr gut, dann haben wir das rausgefunden. Almost Daily kam erst nach Game One, meine ich. Wann kam Almost Daily? Parallel zu Game One. Es ist schwer zu sagen. Wie ist es passiert? Das habe ich doch schon so oft erzählt. Wie es passiert ist. Es passierte, als ich auf dem Klo saß und den Kopf abgestützt hatte an einem Waschbecken. Ihr müsst euch das so vorstellen. Es war bei meiner Mutter in Frankfurt, wo hier das Klo ist. Stell euch vor, ich sitze jetzt auf dem Klo und hier ist das Waschbecken. Ungefähr hier.
mal den Tisch. Und, es geht. Und dann habe ich meinen Kopf, während ich auf dem Klo saß und mein Geschäft verrichtet habe, so da abgelehnt. Und vermutlich durch die kalte Kante des Waschbeckens, gepaart durch den Druck, den ich in meinem Körper aufbauen musste, um gewisse Projektile in Bewegung zu setzen. Dabei muss es zu einem komplizierten biomechanischen Vorgang gekommen sein, bei dem Äderchen geplatzt sind und gleichzeitig gefroren sind und nicht abgeflossen sind durch das kalte Waschbecken. Das ist meine Vermutung. Und es hält sich seit über 12 Jahren, wie wir jetzt wissen. Ein Äderchen. Das heißt, du kannst noch mehr machen. Theoretisch könnte ich eine ganze Linie davon produzieren hier. Wieso werden an dir nicht durchgehende wissenschaftliche Untersuchungen angestellt, fragt CubeG. Vielleicht werden sie ja. Vielleicht bin ich ein Experiment. Vielleicht bin ich auch ein CIA-Agent. Wer würde einen besseren Spion abgeben als ich? Niemand. Durch meinen Beruf ist es mir möglich, durch die Welt zu reisen und verschiedene Identitäten anzunehmen. Ich kann in Kostüme schlüpfen, in verschiedene Rollen springen. Gleichzeitig würde man niemals vermuten, dass unter mir eine Killermaschine sich verbirgt.